Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien. Unsere Gleisbaufahrzeuge sind mal wieder super fleißig und sind auch schon dabei, hier die Strecken, die wir zuletzt geplant haben, in Richtung Kohleverladung und so weiter hier fertig zu bauen. Aber auch der Tunnel wird noch gebaut, weil es irgendwie zu schade war, ihn jetzt wieder abzureißen. Wer weiß, ob wir ihn noch für irgendetwas später benötigen. Ja, wir widmen uns dementsprechend der Weiterplanung hier dieser komplexen Industrieanlagen. Wir haben zuletzt hier das Aluminiumwerk geplant. Alles, was den Eingang der Waren betrifft, das ist, glaube ich, durch. Nein, nicht alles, denn wir brauchen ja hier noch ein Warenhaus. Das war nochmal ein entscheidender Punkt. Und das werde ich, glaube ich, jetzt erstmal planen. Ja, ist es sinnvoll, das als nächstes zu machen? Ich denke, ja. Das will ich hier hinter platzieren. Und das Problem ist ein bisschen, wie kommen wir dann... Ja, das ist wirklich ein größeres Problem. Wie kommen wir dann mit der Straße eigentlich zur Hauptstraße hin, wenn wir hier auch gleichzeitig noch ein Lager machen? Das Lager müssen wir da machen. Alternativ, oh, ich habe eine Idee. Wir machen es andersrum. Wir machen das Warenhaus hier. Wir müssen eh eine Straße haben, um das Ganze zu bauen. Die muss daran führen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So wird das jetzt geplant. Zack. Und das Freilager, das machen wir jetzt hier hinten raus, sodass das in die Richtung irgendwie funktioniert. Wir gucken mal. Jetzt ist genau die Frage, was benötigen wir? Ich glaube, Aluminium liegt im Freilager, genau. Also nehmen wir jetzt ein großes Freilager. Ja, ein großes Freilager. Okay, von der Reichweite scheint das nicht mehr zu funktionieren. Ja, die Frage ist, kann man hier um die Ecke mit der Industrieverbindung kommen? Das wäre jetzt irgendwie nochmal gut zu wissen. Wenn ja, würde ich gerne das nämlich so platzieren, das Freilager. Aber ich glaube, wir kommen da nicht hin. Ich probiere es einfach einmal aus. Nur um die Sicherheit zu haben. Ja, nee. Ist leider zu lang. Okay, also die Länge ist das Problem. Schade drum. Ja, die Frage ist, ob man das Warenlager vielleicht noch ein bisschen ransetzen könnte. Ich habe es deshalb nicht gemacht, weil ich ja noch mit einer Straße hier raus muss. Genau. Aber ihr seht, es könnte funktionieren. Wobei, so richtig viel Spielraum ist da nicht eigentlich. Ich kann ja mal... Kann ich vielleicht mal die... Nee, wenn ich die Straße setze, habe ich noch weniger Spielraum. Pass mal auf. Ich plane das nochmal ganz kurz neu und setze es noch ein bisschen dichter dran. Ich denke, das ist verantwortbar. So, einmal spiegeln, damit wir die Straße da haben. Ich denke, so kriegen wir es gerade so noch hin, würde ich sagen. Testen wir es gleich mal. Ja, die große Frage ist, ob wir da noch mit der Straße rankommen. Ne? Da habe ich gerade meine Zweifel. Ah, es geht. Es geht tatsächlich. Na gut, dann kann man das so machen. So, aber jetzt ist die Frage, ob uns das in Bezug auf das Freilager irgendwas geholfen hat. Also wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht um die Ecke kommen, aber ich versuche es. Ich will es auf jeden Fall zumindest versucht haben. Er wird mir bestimmt sagen, es ist wieder zu lang. Ja. Ja, dann müssen wir es so machen. Und hoffen, dass das irgendwie mit der Flugzeugfabrik dann irgendwie funktioniert. Schade, schade. Also Neuplanung, Freilager groß. Oder wir müssen es halt schräg machen. Das ist immer nicht so gern gesehen, ich weiß. Aber schräg gibt uns die Möglichkeit, halt mit der Flugzeugproduktion halt da so ein bisschen in die andere Richtung zu kommen. Und das ist mir nicht ganz unwichtig, um ehrlich zu sein. Ich muss kurz mal überlegen. Das ist jetzt das Freilager Aluminium. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir wollen ja auch Aluminium wegtransportieren in Richtung möglicherweise
Frachthafen. Ist es da nicht sinnvoller, die Straße nach unten zeigen zu lassen? Dann können wir nämlich. Wobei, wir machen eine. Wie machen wir das überhaupt? Gibt es eine Verladestation, die man da nutzen kann? Wie läuft das eigentlich? Laden, entladen. Läuft das auch? Das läuft, kann auch über eine Straßenladungsstation brauchen. Das heißt, wir brauchen unten keine Straße. Das ist okay so. Wir können das nach oben machen. Wir machen das dann mit einer Straßenladungsstation. Okay. Gut, dann können wir das so planen. Wobei ich das so gar nicht bauen kann, sehe ich gerade. So würde es noch gehen. Ist da ein bisschen angeschrägt. So würde es auch gehen. Ich drehe es noch mal ein bisschen. Okay, so funktioniert es nicht. Also das ist so das Beste, was wir jetzt noch rausholen können. Und jetzt so weit weg, wie es geht. Gut, und von dort aus jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das gut funktioniert, kommt jetzt, halt, fortschrittliche Industrie ist das, kommt jetzt die Flugzeugproduktionslinie. Oh mein Gott. So, und jetzt ist der spannende Punkt, jetzt muss man darauf achten, da kommen die Flugzeuge aus, das ist wichtig. Und das heißt, das muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Und jetzt müssen wir das irgendwie hiermit verbinden. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was brauchen die denn noch? Die brauchen Stahl und Aluminium. Ach, Stahl. Oh mein Gott. Stahl in Größenordnung sehe ich hier gerade. Boah. Und natürlich brauchen die den anderen Kram. Das heißt, wir brauchen halt noch ein Stahllager. Okay. Und das heißt, wir brauchen doch noch eine Zugverbindung. Ja, passt auf, die setzen wir dann oben ran und führen von dort weiter. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Ja, so machen wir das. Okay, dann ist hier das kein schlechter Ort, würde ich sagen. Versuche ich das? Ist das einigermaßen gerade? Ja. Machen wir es mal so, aber hier kriegen wir keine Connection. So ist das, glaube ich, in Ordnung. Habe ich irgendwas jetzt übersehen? Außer, dass ich vermutlich ja... Ah ja, pass mal auf. Ich muss leider das Ding hier nochmal bauen. Muss hier nochmal ein bisschen rumtricksen. Entschuldigt. Wollte ich eigentlich vorbereitet haben. Also, das kleine Baubüro. Platzieren wir wieder irgendwo hin. Nee, das ist es ja nicht. Das hier. Und das muss ich mit Rubel bauen. Damit sind wir hier in Reichweite gleich. Bau das mal schnell fertig. Genau. Wir gönnen uns, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt Bagger benötigen. Und vor allem Bulldozer. Und dann Stromversorgung brauchen wir, glaube ich, nicht. Hatten wir da ja oben auch nicht gebraucht. Und dann kaufen uns wieder hier Rubelressourcen. Jawohl. So, jetzt müsste das funktionieren. Also nochmal zurück hier. Zur Flugzeugproduktionslinie. So war der Plan, das so zu platzieren. Oh Gott, jetzt habe ich hier noch Rubelbau drin gehabt. Das wäre was geworden. Ist die Frage, kriegen wir die Straße da noch weggezogen, ne? Zwischengezogen. Das wird spannend. Okay, die Straße zum Bauen des Dings ist da hinten. Nee, ist das die Straße zum Bauen? Warte mal, ich hätte es jetzt beinahe falsch rum geplant. Oh mein Gott. Das wäre eine Katastrophe geworden. Ja, das Problem ist jetzt die Straße von dem Freilager, ne? Bin mir nicht sicher, ob ich da zwischen Warenhaus und Flugzeugfabrik durchkomme. Ich muss es probieren. Ach Gott, jetzt wird das auch noch angehoben. Oh mein Gott. Ernsthaft? Das ist ja idiotisch.
Na gut. Geht nicht anders. Ich habe halt hier diesmal nicht vorher planiert. So, das ist jetzt mal okay. Aber kommen wir jetzt hier mit einer Straße durch? Das ist die große Frage. Das ist eigentlich nur eine Straße zum Bauen und für die Feuerwehr. Snap mal bitte aus. Hier kommen wir erstmal lang. Near Snap auch aus. Nein. Zurück. Weg. Oh, lass mich da durch. Ja, das hilft nichts, ne? Kriegen wir nicht hin. Ich glaube, dass die einzige Lösung, die ich jetzt noch sehe, ist, das Warenhaus auch schief zu stellen. Damit wir diese Variante machen können. Ansonsten müssten wir das hier spiegeln und dann würden wir mit der Straße rechts rausgehen. Das wäre im Notfall auch noch möglich. Es ist sowieso die Frage, wie... Ich meine, wenn wir hier was machen, das muss ja auch irgendwie vom Straßennetz her angebunden sein. Wie macht man das denn am besten? Da könnte man natürlich hier mit einer Brücke rübergehen. Das wäre wahrscheinlich ein Weg. Aber da kommt man nicht mit der Brücke, kommt man nicht vorher. Man müsste dann vorher hier runterkommen. Ich glaube, das geht nicht. Können wir mal ausprobieren. Ob das geht, wenn ich jetzt hier hochgehe. Ja, das geht nämlich zum Beispiel nicht. Das ist das Problem an Brücken, dass du da immer so einen riesen Vorlauf brauchst. Nervig. Und wir müssen da rausgehen. Also das funktioniert so nicht. Gut, aber das ist auch nur eine Lösung. Die andere Lösung wäre, dass wir die Straße zum Beispiel hier durchführen, um dorthin zu kommen. Ja, die Lösung geht auch nicht. Dann wäre eine Lösung, dass wir hier mit so einem Förderding arbeiten, wo wir dann hoffentlich höhentechnisch so eine Höhe erreicht haben, dass das wiederum geht. Dass man da mit einer Straße durchkäme. Muss man das aber wieder anders machen mit der Ankopplung. Das ist alles noch nicht ganz geklärt. Na gut, okay. Erstmal eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir planen nochmal das Warenhaus und setzen es schräg. Dann nehmen wir das weg und das muss hier auch nochmal, glaube ich, zurückgebaut werden, sonst haben wir hier keine Flexibilität. So. Warenhaus. Gucken wir mal, ob das funktioniert, wenn man es schräg baut. Ich glaube, wir hatten es gespiegelt. Aha, dann haut es mit den Industrieverbindungen. Ja, das geht so gerade so. Ich glaube, das könnte passen. Es ist natürlich nichts für die Proportionalfanatiker unter den Zuschauern. Hier könnte man es natürlich probieren, ob es trotzdem geht mit der Industrieverbindung. Da meint ihr, manchmal wird es falsch angezeigt. Das wäre natürlich nochmal ein Punkt. Oh, schaut mal so. Da habe ich ja das Gefühl, da ist da mehr Platz plötzlich. Vielleicht geht das ja. Ja. Wir kommen durch. Da müssen wir jetzt nur hier rauskommen, sauber. Vielleicht können wir das auch miteinander verbinden. Nee, geht nicht. Ja, jetzt ist noch die große Frage, ob er das macht. Ja, jetzt weigert er mir da. Verweigert er mir da den Dienst. Wie bitter ist das denn? Wir probieren nochmal, das andersrum zu machen. Indem wir so rausgehen und ihn damit anbinden. Das erlaubt er jetzt auch nicht. Oh mein Gott. Da haben wir jetzt beinahe eine gute Lösung. Und sowas immer am Ende einer Staffel, ey. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen enger mache. Nee, es ist wirklich ein Millimeter. Das ist ein Millimeter mit dem Warenhaus. Ah, da! Es geht! Jawollo! Ah, Gott sei Dank.
Was ist, wenn ich das jetzt lösche? Kann ich das dann noch trotzdem wieder geradeaus wegziehen? Ja! Oh mein Gott, es wird immer besser. Großartig. So, und dann können wir hier mit der Kiesstraße vorbei. Da gehen wir dann einfach da ran. Das gefällt mir. Und da gehen wir da raus. Und das wird dann irgendwo vernünftig angebunden. Ja, das sieht doch anständig aus. Hervorragend. Gut. So, das heißt, wir haben jetzt das, das, das. Jetzt hatte ich gesagt, ich brauche ein Stahllager, wo wir eine Zuganbindung noch wieder hinbekommen. Die Landebahn, die muss hinten raus entstehen. Aber da haben wir ja wirklich genug Platz, das ist kein Problem. So, dann schauen wir uns das mal an. Stahllager, und da muss ein Zug reinfahren, das müssen wir jetzt bedenken. Also Freilager groß. Ja, ist die Frage, platziert man das jetzt so? Das Warenlager könnte man an die Seite machen. Ja, ich würde sagen, warum nicht? Lassen wir den Zug da direkt einfahren. Ich denke, in dem Fall sogar so nah es geht ran. Jetzt können wir auch mal snappen, weil das andere auch mitgesnappt ist. Okay. Und das Warenlager für den ganzen Rest. Und da brauchen wir... Ich meine, wir können auch überlegen, ob wir wieder zwei machen. Ne? Denkbar wäre es. Da wollten wir Straßenladungsstationen nutzen. Und die können wir ja auch zusammen... Oh ja, die können wir auch zusammen an die beiden Lager planen. Auch das ist eine gute Idee vielleicht. Machen wir das mal so. Straße geht da weg. Und dann spiegeln wir das. Dann geht die Straße da weg. Und dann machen wir eine schöne Straßenladungsstation, die dann beides mit verbindet. Oh, herrlich. Das würde ich sagen, kann sich sehen lassen. Planerisch. Okay, da werden die Waren dort angeliefert. So, prima. Gut, 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 gut. Jetzt könnte man natürlich schon diese Gleise planen, die dann runter zum Stahllager gehen sollten. Und die Frage ist, ob man das nicht eingleisig plant. Das wird, ja, ich denke ja, das wird eh immer nur ein Zug sein, der dort Stahl hinbringt. Das machen wir so. So, der kommt hier rechtsgleisig raus. Geht dann hier so lang an diesem Hügel vorbei. Macht hier eine hübsche kleine Kurve, um da einigermaßen glatt runterzukommen. Da wird dann nachher auch noch die Metro langfahren. Das wird nochmal interessant, aber das können wir dann vielleicht mit einer Brücke überqueren. Ja, das ist dann die nächste Herausforderung. Ja, ja, das geht, glaube ich, würde ich sagen. Kann man akzeptieren. Und da müssen wir nur noch hier irgendwie rechts mit reinkommen. Wie machen wir das am besten? Oder machen wir da eine Weiche? Gibt es da eine ideale Lösung? Ah, ich habe den Near Snap nicht drin, alles klar. Ich würde mal sagen, das kann man schon so machen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal wieder für die Baustellen die Mix-Signale. Damit das nicht durcheinander geht. So. So. Ja, und hier ein. Okay, alles klar. So, das kann gebaut werden, das ist mit angeschlossen. Jo, ich denke mal, mit diesem Thema Rollfeld und
Sowas, da befasse ich mich vorher noch mal. Da kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus. Wir können einen kurzen Blick darauf werfen. Rollbahn und Landebahn. Das sind zwei verschiedene Dinge, ne? Rollbahn, glaube ich. Wie ist das? Reicht das, wenn man eine Rollbahn? Nee. Also mir war so. Okay, ich merke gerade, das könnte noch mal ein ganz kniffliger Punkt sein, ob ich das hier richtig geplant habe. Okay. Also meines Wissens muss man das hier irgendwie mit verbinden. Vielleicht war auch diese Flugzeugabstellplätze, genau das war es, glaube ich. Ja, ich glaube, so läuft das denn. Das muss irgendwie überlappen. Und dann kann man da wiederum die Rollbahn dran bauen und dann da die Landebahn. Glaube ich zumindest. Flughafen-Straßenverbindung. Oha, was ist das denn noch? Ja, ich merke, da gibt es noch ein bisschen was, mit dem ich mich befassen muss. So, es gibt, ich weiß nicht, das hat jetzt nicht so Top-Priorität. Ich würde mal sagen, das schieben wir ein bisschen nach hinten. Da gibt es auch noch Probleme, weil wir können hier nicht einfach so einen Hafen, Frachthafen hinbauen, sondern wir brauchen wieder so eine, ja, ich sag mal, so eine Einbuchtung, die man da erstmal herstellen muss. Sonst funktioniert das nicht. Da würde sich schon irgendwie diese Ecke hier anbieten, genau, dass wir das hier so rausnehmen und dann kann man das machen. Aber das hat keine absolute Priorität. Ich würde sagen, wir verlassen fürs erste Mal das Ganze hier, das ganze Thema. Wir sind eher am Ende der Staffel. Natürlich machen wir in der nächsten Staffel weiter. Da werden wir also das Ganze hier beenden. Und dann werden wir die Stadt natürlich vor allem planen. Wobei ich jetzt schon sehe, dass das flächenmäßig ein bisschen knapp wird. Also wir werden vor allem mit Hochhäusern hier arbeiten müssen, um wirklich viele, viele Menschen unterzubringen. Die Stadt wird etwas größer werden müssen als Wartenburg oder in etwa so gleich groß. Also hier, glaube ich, müssten am Ende 5000 Leute wohnen. So, wir schauen mal, was wir hier noch unternehmen können. Also wir haben hier Wärmetauscher fertig. Der Wärmetauscher ist auch fertig, wobei jetzt ist Wärme auch gar kein so großes Problem mehr. Ach, das Ding ist aber ohne Stromversorgung, deshalb funktioniert das noch nicht. Ich glaube, die Stromversorgungssachen haben wir schon priorisiert. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. Was mir wichtig ist, dass wir das hier mal priorisieren, weil wenn das nämlich fertig gebaut ist hier alles, dann können wir nämlich schon die Arbeiter hinten in die Fabriken schicken. Das erscheint mir super wichtig zu sein. Ja, weil, ja, die ganzen Fabriken, all das hier, Leute, das ist alles fertig gebaut. Schaut mal an, wie prächtig das aussieht. Im Prinzip kann hier schon quasi losgearbeitet werden. Wahnsinn. Entzückend, oder? Sehr schön. Wir gucken mal, wie sieht es hier in den Warenlagern aus? Ja, die mechanischen Komponenten gehören hier nicht rein. Das wissen wir. Stoff ist nicht mehr viel dazugekommen. Okay. Der Rest ist gut dabei. Und die mechanischen Komponenten, die sollen ja. Warte mal kurz, was ist hier los? Warum ist hier. Ach, verdammt, hier ist auch was hingeliefert worden. Ah, wie. Weil das eine gleiche Straßenladungsstation ist, weil ich hier noch nicht die Mengen begrenzt habe. Das ist natürlich idiotisch. Hier sollen ja nur mechanische Komponenten hineinkommen. Halt, ich muss das auch nullen. Kann ich nicht mehr nullen. Steuerung. Doch, kann ich doch nullen. So, bitte hier 100% mechanische Komponenten. Der Rest gehört hier eigentlich gar nicht rein. Und das Warenhaus ist aber jetzt schon komplett gefüllt. Womit denn bitte? Mit all dem ganzen Kram. Da müssen wir leider was wegschmeißen. Hilft nichts. Damit wenigstens noch ein bisschen mechanische Komponenten da reinbekommen. Da ist natürlich ärgerlich. Stoff allerdings ist wertvoller. So, leeren wir das mal so ungefähr auf 50%. Okay. Und hier ist noch nicht das Gleiche passiert. Ah, weil wir hier eine eigene Straßenladungsstation haben. Na, Gott sei Dank. So, dann hier stellen wir hier nochmal die 100% ein.
Und dann können wir... Aber wir können das auch direkt mal... Nee. Ja doch, wir können das offen lassen. Springen wir nämlich nachher schnell dahin. Dann gehen wir mal zum VZ mechanische Komponenten. Stahl, Treibstoff. Hier. Und können diese Verbindungen erstellen. Einmal hier. Entladen, mechanische Komponenten. Ja, 70% reicht völlig. Und das Ganze dann nochmal hier. Meine Güte, was beliefern wir hier alles? Nicht Alkohol. So, perfekt. Okay, dann wird das auch beliefert. Das Ganze ist dann quasi arbeitsbereit. So, wir prüfen hier nochmal, was die Stadt betrifft, ob hier alles gut läuft. Ja, das läuft. Krankenhaus läuft, Patienten gibt es wenige. Kneipe läuft. Mhm. Treibstoff läuft. Kindergarten. Ja, die kriegen jetzt alle Kinder, das wird heftig. Das funktioniert. Das funktioniert. Okay, alles klar. So, dann gehen wir hier rüber. Wir wissen, das läuft. Hier können die Leute jetzt auch einziehen. Ach nee. Na doch. Nee, können sie nicht eigentlich. Stopp, stopp, stopp. Geht wieder zurück, wo ihr hergekommen seid. Das Problem ist ja immer noch die Nähe zum Einkaufszentrum, ne? Weil das hier noch nicht fertig gebaut ist. Wie weit könnt ihr gehen? Also, da, die können hier alle einziehen. Da. Da können wir schon den Einzug erlauben. Perfekt. So, dann. Kindergarten läuft, Hallenbad läuft, Schule läuft. Allerdings müssen wir hier noch die Loyalität definieren. 70%. Hier wird Alkohol verlangt. Also, VZHO, bitte hier. Warte mal, was ist hier denn schiefgelaufen? Ah, nee. Hier. Ah, da ist noch keine Straßenverbindung. Ah, das ist natürlich doof. Priorität, okay. Ja gut, dann ist es, glaube ich, frustrierend, aber wir lassen die Arbeiter einfach da. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Kindergarten funktioniert auch. Gut. Ich glaube, mehr können wir hier erstmal nicht einstellen. Aber bin ganz zufrieden hier mit dem Fortschritt der Dinge. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Arbeitslose. Theoretisch könnten wir natürlich jetzt Buslinien einrichten, die irgendwelche Arbeiter direkt jetzt in die Betriebe bringen, damit da schon gearbeitet wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen werde. Könnt ihr mal sagen. Ich meinte, wir können auch einfach ein bisschen geduldig sein, bis das hier zu Ende gebaut ist. Sie sind ja hier auch fleißig dabei. Oder ob ich das quasi vorübergehend machen soll. Hier arbeiten halt warten 290 Arbeiter, die dringend arbeiten wollen. Okay, dann schauen wir uns nochmal unsere Großbaustellen an. Beziehungsweise ich gucke mal, wie weit ist hier das Schiff. Oh ja, geht langsam, aber sicher voran. Wir haben diesen Megatunnel, das ist der größte Tunnel, sind wir jetzt bei 40% ungefähr. Damit bin ich zufrieden. Das ist in Ordnung. Wir haben den Tunnel, da ist eine Seite, glaube ich, schon fertig gebaut. Ja, gerade eben, wie es aussieht. Die allerdings nicht mehr so richtig benötigt wird. Hier, die Gleise gehen auch gut voran. Sehr schön. Wir werden auch das nächste Mal dann jetzt hier schon beginnen, die ersten Baustellen anzuschließen mit den Straßen. Okay. Hier würde ich sagen, hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Asphaltstraße durchziehen. Jetzt wird, glaube ich, ja, es ist bald die Aussaat. Wisst ihr was? Ich mache einen Ersatzbau. Das gönnen wir uns jetzt rubelmäßig. So. Weil hier wird jetzt, das wird bald hier zur Hauptverkehrsader auch für die Baustellen teilweise werden. Und dann haben wir hier noch einen Tunnel, um von der Seite auch ranzukommen. Und der
Sieht auch ganz gut aus. Da sind wir bei etwa 80%. Von der Seite kann dann zum Beispiel hier auch gebaut werden entsprechend. Ja, alles klar. Ich würde mal sagen, das Ganze ist ganz gut im Plan. Kurzer Blick nochmal auf Wolgast. 51 arbeiten hier. Stoff wird entweder gleich wegproduziert oder weggeholt. Vermutlich eher wegproduziert. Das ist noch so ein kleines Thema. Aber ich will mal gucken. Kleidung. Wo hatten wir hier nochmal Kleidung? Elektronik, Kleidung. Also das ist fast voll. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie super Mangel. Könnte man also vermutlich ein bisschen reduzieren noch weiter. 60 haben wir. Erreichen wir eh nicht im Maximum. Ich gehe hier nochmal runter auf 40. In bestimmten Situationen wird sich das positiv hier auf die Stofffabrik auswirken. Da bin ich mir sicher. Okay, liebe Leute. Wir sind wieder am Ende der Staffel angekommen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Staffel. Wir werden vermutlich den Abschluss der Bauarbeiten in Wartenburg erleben. Den Beginn der Automobil- und Eisenbahnproduktion oder auch Metroproduktion genannt. Stichwort Metro, auch hier gucken wir mal. Oh, warum geht es hier überhaupt nicht voran? Was ist denn hier los? Nicht, okay, Gut, also es ist ein bisschen vorangegangen, aber es scheint so, als ob die jetzt irgendwie vordringlich woanders arbeiten. Könnte sein, dass die Tunnelbaumaschine hatte jetzt nichts zu tun. Doch, die müsste da auch eigentlich weiterarbeiten. Warum arbeiten die nicht? Hier ist alles da. Arbeiter sind auch ohne Ende da. Also eigentlich, wo ist denn jetzt die Tunnelbaumaschine? Was machen die? Die ist da drin. Die ist auch da drin. Beide sind da drin. Alle Materialien sind da. Alle Arbeiter sind da. Warum? Ach, wisst ihr was? Weil hier der Tunnel schon gebaut ist. Da kann sie noch nicht hin. Hier muss die Gleisbaumaschine kommen. Und da sind, glaube ich, tatsächlich jetzt alle Gleisbaumaschinen woanders unterwegs. Weil wir jetzt ja nur zwei haben, ne? Wegen der Tunnel. Wir gucken mal. Jaja. Die wartet, die kommt zurück. Die arbeiten jetzt da oben die Gleise erstmal ab. Ja gut, was jetzt prioritär wichtiger ist, will ich gar nicht entscheiden. Der Metrobau ist auch eher so ein Prestigeprojekt, geht ja da um die Touristen. Das können die schon für sich entscheiden, ist in Ordnung. Nun ja, also, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. In der nächsten Staffel wollte ich sagen, bis dahin macht's gut. Euer Steinwald.